KWE baut einen Windpark mit 48 Windrädern in die Nordsee. Da gibt es Wind und hohe Wellen. Deshalb lernen die Leute von RWE, was passiert, wenn man vom Schiff fällt. Ich bin Jagna Jera. Ich bin Pressesprecherin bei RWE Innogy. Ich würde gerne mit Journalisten raus aufs Baufeld von Nordsee Ost. Dafür ist es nötig, dass ich ein Training absolviere. Also dachte ich mir, letztes Jahr im November Augen zu und durch. Ich bin keine Wasserratte. Ich bin das letzte Mal getaucht mit 8 Jahren zu meiner Seepferdchenprüfung. Der Sea-Survival-Teil fing ja noch ganz lustig an. Am Anfang bildeten wir alle eine Schlange und durften so durchs Schwimmbecken schwimmen. Danach bildeten wir einen Stern, weil es im Ernstfall so wäre, dass wir so besser auf uns aufmerksam machen könnten, wenn ein Hubschrauber nach uns suchen würde. Und zu guter Letzt durften wir kuscheln, damit uns in unseren völlig durchnässten Überlebensanzügen wieder warm wird. Es fing also schön an. Ja, dann wurde es auch schon schnell härter im Training, denn was machst du, wenn die Rettungsinsel auf dem Kopf liegt? Ich habe 3 Versuche gebraucht. Es kann passieren, dass das Schiff in Seenot gerät und dafür sind eben die Rettungsmittel an Bord, wie eine Rettungsinsel, wie Rettungswesten. Und man muss trainiert sein, wie diese Teile zu benutzen sind. Ansonsten ist das alles sinnlos. Wenn ihr oben seid, bitte daran denken, ihr verhaltet euch an einer Rettungsschlinge, die gehoistet wird, absolut passiv. Ich sag immer dazu, ihr seid nichts anderes als ein Sack Fleisch. Mehr möchte ich von euch nicht sehen. Die Trainer sind alle nett und sehr professionell, ersparen einem wirklich gar nichts, weder körperlich noch verbal. Man kommt einfach an alle Grenzen. Einzuschätzen vermögen. Ihr habt nasse Schuhe. Besonders spannend waren die kombinierten Übungen. Nachdem wir uns aus dem Netz in die Rettungsinsel gerettet hatten, wurde es richtig filmreif. Auf einmal ging das Licht aus, es wurde Wellengang simuliert und da mussten wir im Team zusammenhalten und uns gegenseitig dabei helfen, uns mittels einer Rettungsschlaufe in den Helikopter zu retten. Dieses Training soll die Leute auch bewusst darauf machen, dass sie sich in einer gefährlichen Umgebung befinden. Dort sind hohe Wellen, dort können hohe Windgeschwindigkeiten sein, die Schiffe bewegen sich. Es ist zum Teil ungewohntes Terrain und das kann man trainieren, indem man an einen solchen Kursus macht. Das war der absolute Wahnsinn. Und das bei einer Welle von 0,5 Meter. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auf der Nordsee ist, aber es war eine Wahnsinnserfahrung. Einmalig. Eigentlich dachte Jagna, sie hätte das Schlimmste geschafft. Aber dann musste sie noch lernen, wie man mit dem Hubschrauber abstürzt.